So, Freunde, Nasrasur, es ist soweit, ein neues Video. Heute bin ich im Cinemonti, also nicht nur ich, Benny ist auch dabei. Das Cinemonti ist ein Kino von einem K... Siehst du, das passiert mir auch, ne? Okay, Contenance. So, Freunde der Nasrasur, heute ist es wieder soweit. Willkommen in meinem neuen Video. Heute bin ich im Cinemonti, das Kino von einem Vereinskollegen, vom Schnuppi. Und das Besondere ist, der Schnuppi hat gestern Geburtstag gehabt und er ist 25 geworden. Schnuppi, komm zu mir, mein Freund. Er ist in Wirklichkeit José. Na, Schnuppi ist nur sein Vorname. Grüß dich. Grüß dich. Vielen Dank, dass wir hier sein dürfen erstmal. Das hier ist ein tolles Kino. Das Kino ist ziemlich klein. Ich war ganz erschrocken, wie wir die Tür aufgemacht haben. Aber wenn man mal auf den Stühlen sitzt, hat man es ganz schnell vergessen. Das ist nämlich total super. Was mir am besten gefällt, da muss ich direkt drauf kommen, ist diese Holzleisten hier oben an beiden Seiten. Die lockern das Ganze nämlich auf und brechen diesen schwarze Höhlen-Style. Und das gefällt mir halt richtig gut. Das ist echt top. Was für Leisten hast du denn da verbaut? Die sind vom Bauhaus. Das sind diese mit diesen Filzrücken, ne? Genau, die gibt es in verschiedenen Farben. Das ist Dark Oak oder sowas ähnliches. Ja. Es gibt noch dunkler, also fast schwarz und auch relativ hell gibt es sie auch noch. Ja. Das sieht klasse aus, gefällt mir richtig gut. Gibt es die so klein zu kaufen oder hast du da irgendwas getrickst? Ich habe ein bisschen getrickst, ich bin ja Sparfuchs und dann habe ich eine genommen und in der Mitte längs durchgeteilt, damit ich dann beide Seiten habe. Und ja, die Idee ist geil, ne? Aber super, das sieht richtig klasse aus, gefällt mir echt gut. Das lockert das wirklich auf und es passt halt einfach auch zum Look, ja, wie der Neudeutsche sagt. Kommen wir mal zu den Grundmaßen vom Raum. Wie groß ist denn der Raum jetzt tatsächlich, wo wir hier drin stehen? Also brutto ist der 5 Meter lang und 3 Meter breit. Mhm. Ganz exakt sogar. Ganz exakt, das ist nicht so groß. Mit Laser, ne? Gemessen, ja. Wie hoch? 2,12 Meter bis 2,14 Meter. Also hier ist Rohmaß oder jetzt noch übrig? Mit den übrig 2 Meter knapp. Okay, ja. Ja, könnte ich mal selber mal denken, wenn ich fast mit dem Kopf an den Decker. Hier sind es 2,14, weil es ist ein Kellerraum und der Boden ist ja leicht in der Neigung versehen. Ach so, okay. Deswegen hier 2,14 und da 2,12. Ah, okay. Ungefähr, ja. Ja, sehr gut gelungen. Übrigens, deine Stoffarbeit finde ich richtig klasse. Hier ist noch nicht eine Falte zu sehen. Also das hat mal... Wart. Meine Frau hat gebügelt. Nein, ich meine den Stoff nicht. Nee, ist egal. Nee, also das sieht wirklich klasse aus. Was für einen Stoff hast du hier verarbeitet? Also Decke und Seitenteile von Takeoff Media. Ja. Weil es den in 3 Meter Breiten gibt. Sonst hätte ich den günstigeren genommen. Also hätte quasi eine Bahn von oben nach unten ziehen konntest, oder wie? Genau, richtig. Weil das ist ja... Ja, 1,70 Meter ungefähr hoch. Ja. Und so habe ich dann eine, ohne Naht, ne? Eine Bahn. Das ist schon cool, ne? Ja. Und Decke ist, wie gesagt, die Seitenteile sind ja circa 14, 15 Zentimeter. Ja. Dadurch konnte ich auch von 3 Meter reduzieren, damit ich noch was zum Einklemmen habe. Der Stoff ist ja an Klemmleisten überall eingespannt. Mhm. Ja. Ja, die habe ich von mir auch benutzt. Das geht echt super, wenn man sich mal dran gewöhnt hat. Ja. Auch wenn man den Trizeps danach ein bisschen merkt, ne? Ein Tennisarm, ne? Genau. Ja. Genau. Was für Lautsprecher hast du hier verbaut? Also erstmal, du hast 7.2, ne? Richtig. Also 7 in unteren Ebene, 2 Deckenlautsprecher. Genau. Was hast du da verbaut? Die Sachs TS-300. Ja. Das sind so... Können wir gleich mal zeigen. Du hast ja eben die Wand auseinandergerissen. Das können wir vielleicht nochmal machen. Ja, ne? Ja. Genau, dann zeigen wir dir gleich mal. Also, ja. Preis-Leistung finde ich die ganz, ganz gut. Hast du einen Preis für uns? So grob variiert, über den Daumen? Die fing mal mit 240 an. Ja. Oder 250. Stück aber, ne? Stück. Ja. Immer zu zweit musst du die kaufen, doppelt. Und mittlerweile kriegst du im Angebot die 130, wenn du Glück hast. Okay. Ja. Dafür performen die nicht schlechter, muss man mal sagen. Ne? Also mal kurz zur Performance, was wir jetzt schon so gehört haben. Wir haben relativ leise angefangen für meine Verhältnisse, was aber nicht schlimm ist. Da würde ich sie jetzt als neutral einstufen. Der Punkt ist, warum komme ich da drauf? Der David, den ihr auch schon aus dem Cinemine-Video kennt, war auch hier. Der hat ja diese Open 1001. Mhm. Und der sagte, der Hochton wäre sehr schrill. Das kann ich überhaupt nicht nachvollziehen. Ne? Also ich würde sie eher als neutral einordnen, wie aufdringlich. Ne? Also kann ich jetzt nicht nachvollziehen, woher die Aussage kommt. Also ich würde die Open als aggressiver einstufen. Nicht viel, aber so ein Tick. Ne? Ansonsten haben wir jetzt eben auch zum Schluss mal laut gehört. Wir haben hier... Habe ich jetzt mitgebracht, einmal Criminal Squad, die Szene in diesem Stau, die kennt ihr ja wahrscheinlich alle. Und einmal den John Mayer, was weiß ich, wie ihn heißt. Das hat mir sehr gut gefallen. Von der Auflösung her passt das.
Von der Bühnenabbildung her, von den Lautsprechern, kann ich euch tatsächlich jetzt gar nichts sagen, weil wir schlicht und ergreifend einfach gar kein Stereo gehört haben weiter, weil du hörst einfach keine Musik im Kino. Du machst das Kino halt für Film und Sport. Ja. Und Musik ist hier gar kein Thema, war doch nicht Schlimmes, aber ich kann euch deswegen halt einfach nichts dazu erzählen, weil wir es einfach nicht ausprobiert haben. Ansonsten Konzert und Film machen die Dinger super. Ich habe es falsch rumgehalten. So. Aha, dieses tolle Produkt. Das hat mir gut gefallen. Ne? Also Criminal Squad, die Schüsse, die hatten Biss, die waren knackig. Mir persönlich war der Bass ein bisschen zu wenig, das ist aber Geschmackssache. Also er sagt, er hat auch schon Gäste hier gehabt, die wollten halt mehr haben, dann war dem nächsten wieder zu viel und das ist halt einfach Geschmackssache. Hier ist jetzt so eine neutrale Einstellung. Das ist auch jetzt nicht, dass kein Bass vorhanden ist, aber mir könnte das ein bisschen mehr wuppdig vertragen. Zum Thema Bass, was hast du hier für Chassis verbaut? Die Alpine, die SWG 1244, die 12 Zöller. Das sind noch die gleichen, die der David zum Beispiel hat, ne? Vier Stück. Als? SBA. SBA. Das heißt also, du hast hier vorne die Teile gleichmäßig auf der Wand verteilt. Richtig. Und an der rückwärtigen Seite hast du einfach Dämmung, wo die Basswelle wieder gefangen wird, damit du sie halt nicht 10-mal hörst, sie sich auslöst oder aufbläht oder wie auch immer. Ja. Genau. Hast du hier vorne die Lautsprecher? Ist das irgendwie ein Stereo-Dreieck oder sind die einfach in Anführungsstrichen nur an die Wand genagelt quasi? Wie hast du die installiert? Ja, Pi mal Daumen im Stereo-Dreieck. Auch eingedreht oder gerade? Leicht eingedreht. Leicht eingedreht. Minimal. Okay. Minimal. Was war dein Ziel? Also wolltest du jetzt irgendwie speziell einen Referenzplatz perfekt haben oder wolltest du eher so auf allen Plätzen ziemlich gut? Referenzplatz war die Ursprungsidee. Ich hatte hier auch anfangs nur einen Sitz, dann wurden es zwei und jetzt sind es drei mittlerweile, deswegen Referenzplatz. aber ich habe das komplett auf alle drei Sitze eingemessen. Mhm. Also diese 8-Punkte-Messung habe ich gemacht. Mit dem? Marantz. Okay, was für ein Marantz hast du am Start? Der 70-12er. Okay, und das ist dann die automatische Einmessung, die wir jetzt hier gehört haben. Also hast du jetzt nicht irgendwie händisch mit REW und irgendwas rumgemurkst und mit einem DSP. Du hast einfach nur die Einmessung vom Receiver genutzt. Ja. Okay. Apropos Receiver, womit werden die Lautsprecher angesteuert? Also welche Verstärker hast du dranhängen? Ich habe für die vorderen drei Lautsprecher habe ich die von TM, TSA 400. Ja. Ne, 300. 4300. 4300, genau. Ja. Das sind Vierkanal-Endstufe, davon nur drei im Betrieb für die vorderen drei. Für die Front dann, ja. Der Rest macht Marantz. Der hängt am Marantz, okay. Und die Subwoofer von Labgruppen. Genau. PDX 3000. Hängt da, ist das eine Vierkanal? Hängt da jedes Chassis an einem Kanal oder hast du zwei Chassis an einem Kanal von der Labgruppen hängen? Ne, das ist nur ein Kanal im Betrieb. Also alle vier an einem Kanal. Ach, alle hängen an einem Kanal? Ja. Ah, okay. Ist die auch geprügt, die Labgruppen, oder ist das eine Mono-Endstufe? Ne, das ist eine Stereo-Endstufe. Hast du die geprügt oder ist ein Kanal noch leer quasi? Ein Kanal ist noch leer. Ist noch offen. So. Ich könnte den belegen. Halt, Fläche will ich mal ein DBA machen. Okay. Kann ich mir zwar nicht vorstellen, vielleicht aber... Vielleicht kannst du auch einfach 8 oder 16 Chassis einbauen. Oder so. Ja, geht auch. Okay, ja, cool. Was für eine Leinwand hast du hier? Das ist eine 16:9. WSGR Spaluto, glaube ich, heißt die. Manuell maskierbar. Kannst du mal zeigen, 21, wenn du willst. Ja. Ja, gerne. Einfach hier die zwei Griffe. Und zack. Das ist ein sogenannter Nasenlochgriff. Genau, richtig. So die. Ja. Und mit akustisch transparentem Tuch. Ja. Circa 2,40 Meter breit. Die kommt mir tatsächlich hier breiter vor. Ich hätte jetzt gedacht, wäre mehr. Ne? Der Raum so klein ist. Ne? Ja, was für einen Sitzabstand hast du hier ungefähr? 2,60 Meter circa. 2,60 Meter. Ja, weil ich ja viel Fußball gucke. In dem Format. Und dann wirst du halt, wenn du näher sitzt, wirst du erschlagen. Ja, ich fand das angenehm zu gucken. Also das ist ein gutes Größenverhältnis. Ja, ja. Das erschlägt. Sonst wäre ich näher dran, wenn ich keinen Fußball gucke, wenn ich einen 21:9 hätte. Ja. Von der Webung her ist mir nur an einer Stelle tatsächlich mal was aufgefallen. Ansonsten würde ich sagen, macht die Leinwand ein echt gutes Bild. Also das passt schon. Ne? Womit befeuerst du die? Was hast du an Beamer da dran hängen? Einen alten JVC X35. Ja. Full HD Beamer. Ja, da wird immer so abwertend gesagt, aber im Prinzip sind halt gute Beamer. Ja, ja, ich habe ja auch den X55, ne? Der macht halt kein schlechtes Bild und die kriegt man halt auch einfach für ein Appel und ein Ei mittlerweile. Das ist eigentlich eine Schande, dass die so verramscht werden, ne? Aber die machen halt ein gutes Bild für wenig Geld. Ne? Apropos wenig Geld, wir haben ja hier, das soll jetzt gar nicht abwertend klingen, aber wir haben ja hier im Prinzip ein Low-Budget-Kino, ich denke, das darf man so sagen. Ja, okay. Ne? Aber hier ist auch wieder der Punkt, es performt halt einfach geil. Ne? Man muss keine abartigen Summen ausgeben, damit man ein gutes, funktionierendes Kino hat. Ne? Ja. Das ist halt echt mega. Hast du so eine grobe Summe im Kopf, was du jetzt für alles ausgegeben hast? So um die 11.000, 12.000. Hm.
So viel zum Thema mindestens 20, das braucht er gar nicht anzufangen. Klar, du hast natürlich nicht alles neu gekauft, das muss man dazu sagen. Man muss halt dann ein bisschen auf dem Gebrauchtmarkt gucken, was ja aber auch nichts, da ist ja nichts Schlimmes dabei, ne? Wenn man ein bisschen die Augen auffällt. Genau. Vor allem haben wir hier auch mal kein Kino mit Selbstbaulautsprecher. Das heißt also, du musst dich auch nicht mit irgendwelchen Schreinerarbeiten auseinandersetzen. Ja. Das Einzige, was selber gebaut ist, sind die Subwooferkisten. Mhm. Aber das war im Prinzip auch eine Baumarktarbeit, ne? Also da hast du die im Baumarkt zuschneiden lassen und hast die Dinger einfach zusammengeknallt. Ne? Würdest auch nicht nochmal machen, hast du gesagt. Ne? Naja, Holzarbeit ist nicht so mein Ding. Aber du hast es trotzdem gemacht. Das ist nämlich der Punkt. Darauf wollte ich hinaus. Du hast eigentlich keinen Bock da drauf, aber es geht dann trotzdem. Ne? Habt ihr, was hast du für die Subwoofer jetzt bezahlt? Die kosten ja dann quasi nichts, die Dinger. Ne? Zahle ich für die Zuschnitte 60 Euro. Ja, was kosten die Chassis? Hast du grob im Kopf? Ja, 89. Ja. Ne? So, jetzt haben wir hier vier Kisten. Die kosten noch keine 500 Euro. Mhm. Die funktionieren. Ne? Ja. Die machen den guten, sauberen Bass. Ja, ne? Klar, wenn ihr jetzt 6 verbaut oder 8, habt ihr natürlich noch mal mehr Reserve, aber im Prinzip funktioniert das mit 4 erstmal gut. Ne? Gut, bei 3 Meter Raumbreite reichen die 4. Und gut, man könnte 6 machen. Ja, würde ich jetzt nicht. Das ist auch Geschmackssache. Ne? Ja, genau. Ja. Aber wie gesagt, ihr braucht da echt keine Angst davor zu haben. Ne? Das ist ja im Prinzip, sind kein Bassreflex, also die sind geschlossen. Geschlossen, ne? Ja. Ja, da ist kein Hexenwerk dahinter. Ne? Das sind im Prinzip 6 Bretter und ein paar Streben, ein Loch rein und gut ist. Mehr ist es ja nicht. Ne? Das Gute bei den Dingern ist, man braucht relativ wenig Volumen. Wie viel Volumen hast du hier? Um die 40, 42 so. Ja, das sind halt keine Riesenkisten. Die kriegt ihr halt auch wie in einem kleinen Raum wie hier, kriegt ihr die gut unter. Genau. Ne? Ja. Was hast du hier an Akustikmaßnahmen betrieben, abgesehen von der Dämmung für das SBA? Ich habe vorne quasi alles mit Steinwolle, da die ganzen Leerräume quasi vollgestopft. Also hast quasi die Lautsprecher und die Subwoofer an der Wand installiert und hast dann den Rest aufgefüllt mit Steinwolle. Richtig, genau. Hast dann auch nochmal zugemacht mit Unkrautvlies? Genau, auch noch. Wegen Faserflug. Genau. Ne? Das ist ganz wichtig, wenn ihr irgendwie Glaswolle, Mineralwolle, irgendeinen Scheiß verbaut, auf jeden Fall irgendeine Folie oder zumindest einen Stoff davor, da ihr den Faserflug nicht habt. Gibt da, ist ein bisschen umstritten. Die einen sagen, passiert nichts, die anderen sagen, ich dusche mich am liebsten mit dem Zeug. Ich brauche das gar nicht, ich bin da sauempfindlich. Also wenn ich nur in der Nähe von dem Zeug bin, fange ich schon an zu husten. Von daher auf jeden Fall immer einpacken, da seid ihr auf der sicheren Seite. Ne? Und das juckt, ne? Und juckt, das kommt noch dabei. So, okay, also vorne Dämmung, hinten Dämmung. Was hast du noch? Die Dämmung hinten ist wohl Thermohanf. Ja. Ne, weil ich wollte nicht dieses ganz teure Zeug kaufen. Ne, dieses weiße Caruso, glaube ich. Genau, Caruso Isobon. Das ist ja richtig teuer. Und dann bin ich aus Zufall dran gekommen. Da hatte jemand was übrig. Auch vom Dachgeschossausbau. Ja, und vollgeknallt damit. Und vom Strömungswiderstand ist das dasselbe. Mhm. Dann habe ich... Willst du vielleicht noch kurz, wenn wir beim Thermohanf sind, willst du vielleicht noch kurz mit einem Mythos aufräumen, was du mir eben erzählt hast? Ich denke, das ist für den einen oder anderen ganz interessant. Der Mythos besagt, dass Thermohanf, ja, dass das Kino oder der Raum dann ja, wie Stall riecht. Mhm. Ist nicht so. Ne? Bei mir waren die Dinger, der Thermohanf, eingepackt, glaube über ein Jahr hier im Keller. War auch schon von mir aufgerissen, ne, um diesen Mythos mal selber zu erriechen. Aber ne, das riecht ein bisschen so ganz leicht so nach... Ja, nach Heu, so ein bisschen. Ne? Aber ganz minimal. So. Aber, ich meine, riechst du was? Gut. Hey. Ja. Ja, aber sonst, dem Mythos kann ich jetzt nicht zustimmen. Okay, also kann man im Prinzip beruhigt. Wenn es ein bisschen nach Heu riecht, sage ich, die ersten Tage, die ersten Wochen, das ist dann irgendwann mal weg. Ja. Relativ schnell. Ja. Ihr habt es gehört? Ja. Also könnt ihr beruhigt benutzen. So, okay, weiter. So, dann wollte ich, ne, Sparfuchs wieder mal, mir auch die Absorber an den Seiten und an der Decke. War ich wieder zu geizig für, ne, das teure Zeug zu kaufen. Was ist da drin? Dasselbe wie da, Steinwolle. Mhm. Und zwar hier zwei Lagen, also zwei nebeneinander. Ich glaube, Meter mal 80 sind die oder Meter mal 60. Und hier dasselbe. Also im Prinzip die fertigen Platten aus dem Zoll, also nicht, die, nicht das gerollte, sondern einfach die Platten, genau. Dann einfach zwei. Zwei Stück, da auch. Dann kommt Diffusoren von Thomann. Ja. Diese 1D, glaube ich, oder sind das 2D? Ne, 1D, ne? Einfach nur die Grillen da unten. Ja, ich weiß auch nicht. Keine Ahnung. Ja, und dann kommt schon dann wieder der Lautsprecher und der ist auch rundherum mit Steinwolle. Mhm. Also so die seitlichen Surrounds, die sitzen hier genau neben den Sitzreihen. Genau, ne? Richtig. Das ist uns zum Beispiel eben aufgefallen. Wenn man jetzt außen sitzt und man macht das wirklich laut, sitzt man halt mit dem Ohr schon sehr nah am Lautsprecher. Das muss man schon sagen. Das kann dann schon mal für den äußeren Platz unangenehm sein, aber wir haben auch noch relativ laut gemacht, muss man auch dazu sagen. Ne? Ja. So, sonst hast du hier an den Seiten erstmal nichts verbaut, oder? Ja, nur die Diffusoren halt. Die, ne? Diffusoren und halt die Steinwolle. Und, genau. Ne? Und selber an der Decke.
Genau. Haben wir hier vorne jetzt noch irgendwas, was man noch erwähnen sollte? Also Leinwand ist klar, hat man. Du hast halt hier ganz normale, was sind Halogen, LED-Spots. LED, ja. Ansonsten ist ja hier eigentlich jetzt nichts großartig erwähnenswertes verbaut. Da hast du hier noch einen schwarzen Teppich, also der Grundteppich ist grau. Dann hast du hier noch einen schwarzen Teppich draufgelegt für Erstreflexion vom Bild her. Genau. Ne? Weil das hat gestört. Ne? Das war schon ziemlich hell. Ja. Das ist halt der Problem von dem Beamer. Der Beamer kann halt kein Schwarz darstellen. Das heißt also, das Schwarz auf der Leinwand ist auch nur so gut wie der Raum. So, und deswegen haben halt viele so eine schwarze Höhle, also überall schwarze Flächen, die möglichst viel Licht schlucken, damit einfach kein Licht, was jetzt von der Leinwand zur Decke reflektiert wird, wieder auf die Leinwand kommt und das Bild künstlich aufhält. Deswegen überall schwarz, so viel geht. Ne? Zumindest im vorderen Bereich, wo wir direkte Reflexionen vom Bild haben. Das ist halt der Hintergrund, mal für die, die sich noch nicht so gut mit dem Thema auskennen. Ja. Ne? Dann würde ich sagen, wir tauschen jetzt einfach mal und dann gucken wir uns mal den hinteren Bereich an. Ja, warte. So, hier haben wir jetzt Skyline-Diffusoren, das habe ich schon von selber gesehen. Richtig. Genau. Und wenn ihr mal einen Fehler sehen wollt, hier sind sie nämlich gleich nebeneinander. Ne, dann fällt auch so, also man kommt in den Raum rein und man sieht sofort, dass hier ein Fehler verbaut wurde. Und zwar ist die Platte runtergefallen und wurde in der Hektik wieder angebracht. Und jetzt hält sie halt dummerweise und jetzt sind hier zwei gleiche nebeneinander. Das darf natürlich nicht passieren. Das hört man auch raus, ganz klar. Also das ist mir so, der erste Ton kam, da habe ich direkt gedacht, okay, hier hinten schimpfert nicht. Ne? Nee, passiert halt jedes Mal, das sieht kein Mensch, würde ich jetzt mal behaupten. Wenn man nicht weiß, sieht man das nicht. Da finde ich die Spinnenweben viel schlimmer. Nee, Quatsch, alles gut. Okay, was haben wir jetzt hier hinten? Also wo sitzen die Surround-Lautsprecher, die hinteren jetzt? Da. Die sitzen genau hier hinter der Wand. Ja. Sollen wir denn jetzt mal einen zeigen vielleicht? Achso, nee. Nee, mach mal gleich. Nee, mach mal gleich. Okay. Mach mal gleich. So, hier hast du den Beamer sitzen. Das ist ein X35, der strahlt halt hier raus, was soll er auch sonst machen? So, hier hast du auch noch Akustikmaterial verbaut, nehme ich an. Auch noch ein bisschen Glas, Steinwolle dann wahrscheinlich. Ne? Nein, hier habe ich dann wirklich richtige Absorber genommen. Da einer und da einer. Was heißt richtige Absorber? Ja, käuflich zu erwerbende. Was also, für ein Material meine ich? Also, das ist sowas wie Basotect oder was? AX-Form. Ah, AX-Form, okay. Ja. Im Prinzip so ein, ja, so ein Schaum. Ja, ist ein Konkurrenzprodukt von Basotec, ich weiß nicht, ob man so nennen darf, das ist halt so das Pendant dazu, ja. Ne, AX-Form oder halt Basotec. Jetzt hast du hier hinten aber anderen Stoff verwendet als vorne. Also hier ist ja der Akustikstoff von helf mir. Take-Off Media. Take-Off Media, genau. Was hast du jetzt hier hinten verbaut? Stoff vom Heimkinobau. Das ist also vom Holger, der, vom Holger der Stoff genau, quasi. Ne? Genau. Ja, den hätte ich auch natürlich vorne gern genommen. Ja. Dann gibt es aber nur 1,50 Meter Breite. Hätte also auf deine Elemente jetzt hier quasi nicht drauf gepasst. Ne? Ja, ohne so zu stückeln nicht. Ne? Genau. Das ist halt das Coole. Wir haben halt jetzt hier, kannst du mal gerade hinfilmen, haben wir halt jetzt hier ein riesen Seitenelement ohne Stoffansatz. Ne? Also das heißt einmal Klemmleiste außenrum, Stoff dran, fertig. Ne? Das ist halt mega. Ne? Das finde ich super. Mhm. Das sieht klasse aus. Ne? Und vor allen Dingen viel weniger Arbeit. Ne? Ja. Das haben wir mal noch dazu, genau. Ne? Also hier haben wir dann Heimkino-Baustoff, finde ich übrigens super von der Farbe her. Mhm. Gefällt mir gut, der glitzert auch so leicht, das finde ich zum Beispiel klasse. Ne? Gefällt mir gut. So, und jetzt hast du aber noch einen dritten Stoff verwendet, ne? Ja. Ja, ja, erzähl. Ich wollte sparen. Ja, finde ich gut. Der ist von, dein Tipp? Von, der Kniff wieder, ne? Die alte Sau. Darf ich das sagen? Ja, klar. T-Docs? Ja. Ja, wieso denn nicht? Wir haben ja auch hier das gesagt. 4-5 Euro der Meter. Genau, 4 Euro der Meter. 1,50 Meter breit, ja. 4 Euro der Laufmeter. Und ich finde den für das Geld super. Das muss man halt einfach mal sagen. Dahinter ist eh nur ein Absorber. Hm, eben. Lautsprecher weiß ich jetzt nicht, ob ich die dahinter packen würde. Müsste man mal probieren. Wobei, wir haben den im Forum mal gemessen und der hat gar nicht schlecht abgeschnitten. Also der ist nicht verkehrt, auch für Lautsprecher dahinter. Für das Geld, was der kostet, ist das ein echter Geheimtipp. Ne? Aber ihr müsst aufpassen, welchen ihr da nehmt. Da gibt es verschiedene. Bei den hier, glaube ich, gibt es zum Beispiel online nicht. Da hatte ich mal nachgeguckt. Den habe ich nämlich im Laden gekauft und den habe ich geguckt, der gab es online nicht. Da müsst ihr also aufpassen. Ne? Ich war auch vor Ort. Ja, genau. Ja, um zu gucken, ne? Richtig. Wie ist die Haptik und genau. So weiter. Ja. Weil, wie gesagt, online ist der nicht drin. Da müsst ihr aufpassen. Ne? Wenn ihr den nachkaufen wollt, auf jeden Fall in den Laden gehen. Ne? Ansonsten, Spartipp, 4 Euro Meter, super. Das ist jetzt nicht das schwärzeste Schwarz auf der Welt. Der hat vielleicht auch nicht die besten akustischen Eigenschaften, aber für das Geld ist er super. Ne? So. Dafür ist der hinten. Stimmt, Atmos, genau. Stimmt, Atmos. Gut, dass du das sagst. Ja. So, also zum Atmos-Lautsprecher. Also wir haben hier überall die gleichen Lautsprecher. Du hast keinen anderen genommen. Nein. Und die sitzen ungefähr
Genau, da sitzt einer. Hier, also genau überm seitlichen Platz. Funktioniert übrigens auch sehr gut mit den mit der Position, auch mit diesem Zweier-Atmos-Layout. Also mir ist da nichts negativ aufgefallen. Passt. Ist nicht direkt über dem Sitzplatz, sondern auf 80 Grad, also ein bisschen weiter nach vorne. Ist das so? Ja. Ah ja, okay. Minimal, also ist nicht exakt jetzt, aber ein bisschen weiter. Mhm. Wir könnten aber noch gerade mal zum Sitz sagen, wenn wir eh schon so stehen, weil die finde ich nämlich ziemlich bequem. Das ist nämlich auch wieder so ein Spartippchen. Ja. Was sind das für Dinger? Die sind von Amazon. Yahi Tech oder so, die Marke, keine Ahnung. Für mittlerweile 140 Euro Stück. Ja, das ist geil, gell? Aber sie haben eine Besonderheit. Das ist eben aufgehört. Da muss ich kurz demonstrieren. Also ihr werdet jetzt wieder Zeuge in einem echten Kniff-Stunt. Ja? Und zwar, ich bin ja jetzt nicht so klein. So, also ich passe in den Sitz gut rein. Der ist auch, also so sitzt man echt super hier drin. Die sind schön weich und bequem, aber die haben eine Eigenart. Und zwar kann man die super klappen. Aber mit langen Beinen bleiben die halt einfach nicht so. Ne? Also ich mache nichts. Ne? Das sollte man vielleicht erwähnen. Also wenn ihr so Richtung 1,90 geht und gerne diese Liegefunktion, die gehen sogar noch weiter, merkst du jetzt erst. Oh Gott. Ja, das funktioniert also weniger gut. Ist also eher für kleinere Leute geeignet. Also bei mir klappen die wunderbar. Gut. Also wenn ihr so seid, super. Wenn ihr so seid, nicht so gut. Ja. 1,80 maximal, würde ich sagen. Ja, würde ich auch sagen. Ja. Ja. Maximal. Jetzt muss ich noch was ansprechen. Das ist eigentlich eine Sensation. Also das ist unfassbar. Das wird wahrscheinlich durch die Medien gehen wie ein Buschfeuer. Weil wir haben nämlich tatsächlich, also ich traue mich kaum zu sagen, wir haben ein Bernsteinzimmer gefunden. Es ist unfassbar. Weil hier kann man nämlich aufmachen. Guckt euch das mal an hier. Ist das geil? Und hier hinter ist Bernsteinzimmer. Da ist drin. Komm, ich geh mal gucken. Ah, oh, guckt euch das an. Ich mach mal kein Licht an hier, Benni. Guckt euch das mal an hier. Nein, hier haben wir natürlich den Technikraum. Aber ich finde das total super cool gelöst. Wenn man sieht, also man nimmt die Tür nicht wahr. Nee. Absolut nicht. Das ist total mega, ne? Finde ich klasse. Was haben wir jetzt hier stehen? Ein toller Serverschrank. Ein Riesenteil mit Lüftung und toller Beleuchtung. Ohne Lüftung. Die Lüftung ist von den Endstufen. Ach so. Ja. Ach, der Serverschrank hat gar keine Lüftung, nee. Oder wie? Der hat nur die Löcher da oben zum Atmen, das war's. Das war ein sogenannter Fauxpas. Okay, willst du mal aufmachen? Gucken wir mal rein. Machen jetzt auch keinen. Da finde ich zwar tatsächlich schade, hier ist ein sauteurer Serverschrank, ja, aber das ist halt Mist, da muss man mal sagen, ne? Irgendwie schade, ne? Willst du einmal kurz durchgehen, was wir hier haben? Wir machen jetzt keinen riesen Ampart draus, die meisten Geräte kennen die Leute, nur dass wir gerade einmal drüber geschwätzt haben. Der Receiver war an 7012. Mhm. Dann hier die besagte Endstufe für die vorderen drei, die TSA 4300. Also hier drüber läuft quasi die komplette Front, rechts, links und Center. Ne? Genau. Deswegen ist auch der hier auf 0, weil der einfach nicht gebraucht wird. Richtig. Der ist auch auf 0, weil der, wie gesagt, ein Kanal für die vier Subwoofer, genau. Die Lab-Gruppen. Dann zweimal Steckerleiste, ja. Sieht man nicht, weil das von hinten ist. Mhm. Dann den Sony, den X800 UHD-Spieler. Dann den Zapiti One. 4K HDR mit einem Slot für eine Festplatte. Da ist eine 4 Terabyte Festplatte drin mit einigen Filmen drauf. Also viel mehr passt auch nicht mehr rein. Mhm. Und dann halt hier Internetgedöns und unten halt für die Philips Hue, die Bridge. Ja, super. Und hier auch noch eine Schublade. Oh, Fernbedienung, da sind sie ja. Wir haben schon wieder Spaß mit der Logitech Universal Fernbedienung. Ich kann die Dinger ja nicht leiden. Und vielleicht können wir eine Frage in die Runde stellen. Warum liegt da eine Batterie? Warum liegt da eine Batterie? Eine große Batterie? Ja. Also für die JVC Fernbedienung ist sie nett, würde ich sagen. Willst du da auch auflösen oder so? Dazu? Damit habe ich die Subwoofer getestet, als ich sie gebaut habe. Erklär das mal. Das ist eine coole Sache. Dann erklär bitte mal. Ja, man nimmt halt das Kabel, was an einem Subwoofer angeschlossen ist, ja. Plus minus, und damit kann man quasi testen, ob die verpolt sind oder nicht. Ja. Wenn man halt plus und minus am Subwoofer richtig angeschlossen hat und dann plus und minus an der Batterie, muss das Chassis rauskommen. Genau. Ist es verpolt, dann geht's rein.
Aber ganz wichtig ist, probiert das bloß nicht bei anderen Chassis wie einem Subwoofer aus. Also Subwoofer verträgt das, aber bitte nicht beim Hochmitteltöner. Das geht in die Hose. Lass das besser sein. Ne? Also nur beim Basschassis. Ne? Ja, da hat ein Jochen letztens mal gefragt, weil ich nämlich auf die Idee kam und gesagt, oh nee, mach das bloß nicht. Also lass das mal lieber sein. Ich übernehme jetzt keine Gewähr dafür, dass das richtig ist, was ich erzählt habe, aber lass das lieber, da geht es schon wenigstens mal nichts kaputt. Aber ein Basschassis hält das aus. Ja, ja. Kann man probieren. Also die beiden Zuleitungen, die ihr am Lautsprecher-Chassis festmacht, macht ihr einfach Plus und Minus an die Batterie. Und wenn Chassis dann nach vorne kommt, also solange das Strom hat, bleibt es vorne, wird also rausgedrückt vom Magnet. Genau. Bis ihr da jetzt richtig angeschlossen habt. Super Tipp, danke dafür. So, ja, dann haben wir hier im Prinzip ja schon alles abgefrühstückt. Hier ist noch der super Vorschau-Monitor, wie ihr seht. nicht mit Benutzung. Genau, einmal. Die Filmsammlung. Ich finde halt cool, dass der Raum so geil versteckt ist. Ne? Mhm. Man sieht ihn halt einfach überhaupt nicht. Kommt keiner auf die Idee, dass da noch ein Zimmer dahinter ist. Ne? War übrigens eine alte Küche drin. Das Zimmer ist auch noch nicht fertig, falls ihr euch jetzt wundert. Dann ist noch im Bau. Im fertigen Zustand ist eigentlich nur Kino. Hier die geilen Fliesen sind wir noch. Ah, die sind super hier. Ne? Okay, dann würde ich jetzt gerne mal die Lautsprecher gucken tatsächlich. Ja. So. Upp, upp, upp. Komm du hier hin, Benni, dann gehe ich rüber. Kann man die noch ein bisschen weiter aufmachen? Nee. Da sind sie. Da ist also der Lautsprecher, der jetzt überall verbaut ist. Also vorne, ja, seitlich, hinten und auch oben. Das hier sind also auch die Atmos-Lautsprecher. Ne? Mhm. So sehen sie aus, die Dinger. Hier seht ihr zum Beispiel auch, dass dieses klassische Unkrautvlies, das ist einfach nur dafür da, um den Faserflug von der Dämmung jetzt einfach so ein bisschen, ja, einzudämmen. Ein Wortspiel. Okay, kannst du wieder zumachen. So, hier seht ihr auch die Tür vom Bernsteinzimmer. Hier ist übrigens Akustikklebeband verarbeitet. Und hier die Klammern, die sind an bestimmten Positionen befestigt, um den Hochton speziell zu dämpfen. Ne? Wenn ihr das jetzt glaubt, dann seid ihr auf meinem Kanal falsch. Nicht dämpfen, beeinflussen. Beeinflussen, ja. Genau. Ja, was hast du hier gebaut? Also im Prinzip einfach nur ein bisschen Siebdruckplatte. Genau. Ein paar Möbelscharniere. Das habe ich nicht gebaut, da wurde mir geholfen, weil ich mir hier monatelang den Kopf zermartert habe, wie ich die Lösung hinkriege, damit das nachher beim Zumachen relativ bündig abschließt. Und da der Chef meiner Frau früher mal Schreiner gelernt hat, danke Sascha, hat er mir das gebaut. Ja, cool. Ja, hat doch gut funktioniert. Ja. Klasse. Ja, finde ich cool. Ich habe das nur nachher selber mit dem Stoff. Das ist eigentlich gemacht, aber an der Tür. Ja, hast du aber gut gemacht. Ja, hier kommt kein Mensch auf die Idee, dass hier ein Zimmer dahinter ist. Das ist echt cool, ne? So ganz banal, einfach nur mit so einem Stoffrähmchen, ein paar Scharniere dran, aber super, ne? Klasse. So, im Prinzip, also bist du, ja. Hast du? So. Ich bin im Flow, du unterbrichst mich. Ja. Das ist echt gut. Flow weiter. So, im Prinzip haben wir unseren Rundgang jetzt beendet. Wir haben das versucht, ziemlich knackig zu halten, damit ihr nicht einschlaft. Das ist uns nämlich wichtig, dass ihr auch wach bleibt bei den Videos. Als abschließendes Fazit ist das hier ein toller Raum. Ja, das ist eine schwarze Höhle und tatsächlich auch mal ohne viel LED-Gedöns, aber durch diese Holzleiste an den Seiten finde ich es trotzdem geschmackvoll. Das ist immer noch nicht ganz mein Stil, weil es halt schwarze Höhle ist, aber es ist super gemütlich. Die Größe ist am Sitz gar nicht mehr so gravierend klein, muss ich sagen. Also wenn man einen Film guckt, vergisst man das sofort, weil auch das Leinwandverhältnis super ist. Genau. So, und dann würde ich sagen, bedanke ich mich bei dir, José. Tolles Kino. Vielen Dank, dass du uns so nett empfangen hast. Hat wieder super gepasst. Also Vereinskollegen unter sich passt immer super. Habe ich noch nie erlebt, dass nett gepasst hat. Und dann würde ich sagen, vielen Dank. Ich habe zu danken. Ich hoffe, euch hat das Video gefallen. Gerne könnt ihr meinen Kanal abonnieren, damit ich weiter super Videos für euch machen kann. Und dann würde ich sagen, wir sehen uns beim nächsten Video. Macht es gut. Alexa, Kino aus. Kino aus. Du hast ja schon ausgehabt. Ja, ist doch egal, du musst jetzt draufdrücken. Du sollst ja drücken. Oh. Einmal mit Profis arbeiten. Alexa, Kino aus. Kino an. Benni, Kino an. Oh, wir haben Alexa verwirrt. Hey, hä? Ja, geht doch. Wenn dir aber das jetzt kalt war, dass ich jetzt warm war. Die ist durcheinander. Ah, das geht auch.
Ja, kannst du dir sagen, Alexa, Kino Rot. Alexa, Kino Rot. Du hast das bitte vergessen. Da. Dann geht's auch rot. Ah, sehr schön, sehr schön, sehr schön. So, dann ziehen wir uns jetzt mal aus. Alexa, Hilfe, ruf den Hund. Kino warm weiß, oder? Ja. Ja, jetzt passt es. Wir müssen noch ein Daumennägelchen schießen, Benjamin.